Wer würde nicht gerne wissen, was die besten Fähigkeiten sind, um 2024 ein eigenes Unternehmen aufzubauen und viel Geld zu verdienen? Weil am Ende des Tages sind deine Fähigkeiten das, was dir Einkommen einbringt und worauf du langfristig mehrere Einkommensquellen aufbauen kannst. Falls du neu bist auf meinem Kanal, mein Name ist Thailand und letztes Jahr habe ich es geschafft, mit meiner Social Media Marketing Agentur über 250.000 Euro Umsatz zu erwirtschaften. Dieses Jahr sind wir auf dem Kurs, die 1 Million Euro Marke zu knacken und ich mache diese Videos, weil ich einerseits Bock drauf habe und andererseits dir helfen möchte, noch schneller an den Punkt zu kommen, wo ich heute stehe. Aber bevor wir in die 5 High-Income-Skills eintauchen werden, die du 2024 lernen kannst, um dir ein eigenes Unternehmen aufzubauen, möchte ich mit dir kurz ein Konzept durchgehen, nämlich das Konzept von Return on Investment Services und von Convenience Services. Denn der Unterschied ist sehr simpel. Wenn du dir Services aussuchst, die mit dem Return on Investment eines Unternehmens zusammenhängen, dann wirst du einerseits den Service leichter verkaufen können und du wirst auch höhere Preise verlangen können. Wobei hingegen, wenn du Convenience Services anbietest, also Services, die nice to have sind, aber die nicht unbedingt zum Überleben des Unternehmens beitragen, wirst du es etwas schwieriger verkaufen können und du wirst etwas weniger verlangen können. Aber du kannst mit beiden Servicearten die 10.000 Euro Umsatzmarke im Monat knacken. Du kannst sogar deiner Kreativität freien Lauf lassen und den ein oder anderen Service miteinander kombinieren und daraus eine Symbiose machen. Und fast alle dieser Fähigkeiten, die ich dir heute präsentieren werde, beherrsche ich selbst oder kenne Personen persönlich, die mit diesen Fähigkeiten sich ein 5-stelliges oder 6-stelliges Einkommen aufgebaut haben. Der erste High-Income-Skill, den du lernen kannst, um 2024 dein eigenes Unternehmen aufzubauen, ist der Skill des Paid Advertisings, des Media Buyings, also Werbeplätze auf den modernen Plattformen kaufen, um anderen Unternehmen dabei zu helfen, neue Mitarbeiter zu gewinnen oder neue Kunden zu gewinnen. Das ist das, was wir mit unserer Agentur AdLeads seit 2,5, 3 Jahren machen. Vorher war ich noch ein einzelner Freelancer und habe es geschafft, mit dem Skill Paid Ads über 100.000 Euro Umsatz zu erwirtschaften und da war ich noch ein Solopreneur, da war ich noch alleine und heutzutage sind wir eine Agentur mit Mitarbeitern und wir arbeiten mit kleinen und mittelständigen Unternehmen zusammen und helfen ihnen einfach mit Paid Ads, mit bezahlten Werbeanzeigen auf Plattformen wie Facebook, Instagram, LinkedIn, Google und Co. neue Mitarbeiter zu gewinnen und neue Kunden zu gewinnen. Und der Grund, warum diese Fähigkeit so viel bezahlt, ist sehr, sehr simpel. Denn mit dieser Fähigkeit kannst du es buchstäblich auf Knopfdruck schaffen, anderen Unternehmen mehr Umsatz zu bringen, mehr Neukunden zu bringen oder neue Mitarbeiter zu bringen. Und das sind die einzigen beiden Dinge, die die Unternehmen dort draußen eigentlich händeringend brauchen. Natürlich, es gibt noch viele andere Probleme, die gelöst werden können mit internen Strukturen, mit internen Prozessen, das Einführen eines CRMs etc. pp. Aber das sind die Kernelemente, die jedes Unternehmen braucht. Ein Unternehmen braucht immer Neukunden, um zu wachsen, um mehr Umsatz zu machen, um den ganzen Organismus mit Umsatz zu füttern. Und es braucht immer neue Mitarbeiter, um diesen Umsatz, diese Neukunden, die reinkommen, auch adäquat abzuarbeiten und diesen Leuten wirklich einen guten Service zu bieten und die Qualität hochzuhalten. Und deswegen wirst du niemals Probleme haben, für diesen Service auch Kunden zu gewinnen, weil jedes Unternehmen dort draußen braucht Neukunden und braucht Mitarbeiter. Und du wirst auch relativ gut entlohnt für diesen Service, je nachdem wie gut du bist, weil du ihnen wirklich Return on Investment basierende Ergebnisse liefern kannst. Das heißt, sie wissen ganz genau, wenn sie dir 1.000 Euro im Monat zahlen für deinen Service, dass du für sie zum Beispiel Facebook und Instagram Ads schaltest, um ihnen Neukunden zu generieren und ein Neukunde ihnen 5.000 oder 10.000 Euro wert ist, dann brauchen sie ja einfach nur die Rechnung machen, dass sie für die Agentur, für den Freelancer, also für dich, 1.000 Euro im Monat bezahlen und im Umkehrschluss 5.000 oder 10.000 Euro Umsatz machen, zieh die ganzen anderen Kosten ab, die sie brauchen, um den Kunden zu fulfillen. Trotzdem sind sie im positiven Bereich und warum sollten sie nicht dir 1.000 oder 2.000 Euro für diesen Service zahlen, wenn du ihnen diese Neukunden bringen kannst, die sie selbst nicht holen können. Dieser Skill war die letzten 5 Jahre relevant und dieser Skill wird auch die nächsten 5 bis 10 Jahre relevant sein, weil du, wie gesagt, immer ein brennendes Problem der Unternehmen löst. Mehr Neukunden oder mehr Mitarbeiter und das auf einem sehr, sehr schnellen, transparenten Weg. Der zweite High-Income-Skill, mit dem du sehr, sehr gutes Geld verdienen kannst, ist der Skill des Copywritings. Copywriting ist einfach nur, dass du mit dem geschriebenen Wort Menschen auf der anderen Seite eines Bildschirms davon überzeugst, eine wertvolle Handlung auszuführen, zum Beispiel etwas zu kaufen in einem Online-Shop ein Produkt zu kaufen oder sich als Lead einzutragen bei einem Unternehmen, also die Kontaktdaten zu hinterlassen für einen Anruf, für ein Produkt, für eine Dienstleistung etc. pp. Und wo ist der Skill des Copywritings überhaupt anwendbar? Also welche Art von Kunden kannst du generieren? Naja, überall, wo mit dem geschriebenen Wort geworben wird. Also basically überall auf der ganzen Welt. Du kannst von Printmedien wie Flyer, wie Plakate, wie Banner zu digitalen Medien wie Facebook-Werbeanzeigen, wie Landingpages, wie Unternehmenswebseiten, überall Copywriting anwenden. Du kannst sogar Stellenbeschreibungen copywriting-technisch verbessern, dass die Person, die sich gerne bewerben wollen würde, nicht eine 0815 Stellenbeschreibung liest, sondern wirklich eine Stellenbeschreibung, die darauf optimiert ist, diese Person dazu zu bringen, sich am Ende des Tages zu bewerben. Denn bei Copywriting geht es sehr,
sehr viel um menschliche Psychologie. Wenn du die Psychologie eines Menschen verstehst und wie du das in Worte verpacken kannst, die diese Person in den Bann ziehen und ihn wirklich dazu bringen, die wertvolle Handlung auszuführen, also das Produkt zu kaufen, die Dienstleistung zu kaufen und sich irgendwo einzutragen oder zu bewerben, dann wirst du für diesen Skill sehr, sehr stark belohnt. Denn wir bei AdLeads, wie gesagt, schalten bezahlte Werbeanzeigen auf den diversesten Plattformen und selbst wenn du Videos dort schaltest, müssen diese Videos geskriptet sein und zwar copywriting-technisch so, dass die Person im Video genau das sagt, um die Person, die sich das Video anschaut, zu überzeugen, den Button zu klicken, sich einzutragen oder etwas zu kaufen. Das heißt, Copywriting ist auch bei Paid Ads ein wichtiger Bestandteil, der nicht fehlen darf. Das heißt, wenn du schon immer in irgendeiner Art und Weise affin warst für Texte, für Bücher, fürs Schreiben, fürs kreative Schreiben, dann ist Copywriting für dich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Fähigkeit, die du dir aneignen kannst und wirklich von 1 bis 5 bis 10.000 Euro für einen einzigen Text verlangen kannst, wenn dieser Text dementsprechend noch mehr erwirtschaftet, als er kostet. Der dritte High-Income-Skill ist das High-Ticket-Closing. Und was ist das High-Ticket-Closing? Es ist einfach nur, dass du Menschen per Telefon oder per Videochat, also per Zoom, ein Produkt anbietest, dieses Produkt verkaufst und dann von dem Betreiber dieses Produktes, von dem Anbieter dieses Produktes, was du vertrieben hast, eine Provision für den Verkauf bekommst. Und wo kannst du überall den Skill des High-Ticket-Closings anwenden? Naja, überall, wo es Unternehmen gibt, die ein hochpreisiges Produkt anbieten, dieses Produkt aber nicht selbst verkauft bekommen oder Unterstützung brauchen, dieses Produkt selbst zu verkaufen. Zum Beispiel Coaches, die ihre Coachings verkaufen, Berater, die ihre hochpreisigen Beratungen verkaufen, Experten, die ihr Expertenwissen verkaufen, Künstler, die ihre Kunst verkaufen, die meistens nicht so affin sind für das ganze Vertriebsthema, für das ganze Unternehmerische, für das ganze Verkaufen, sondern eher gerne Künstler sein wollen, aber ihre Gemälde trotzdem verkaufen möchten für einen hohen Preis. Oder zum Beispiel Influencer, die sich eine große Reichweite aufgebaut haben, irgendeine Art von eigenem Produkt haben, aber nicht wissen, wie sie dieses Produkt am Telefon oder per Zoom verkaufen. Und egal, welche Nische du wählst, es gibt, wenn du brainstormst, unzählige Nischen, die gute, geschulte Verkäufer brauchen, die ihre Produkte an den Mann oder an die Frau bringen und dafür bereit sind, 300 bis 500 Euro Provision zu zahlen für jeden einzelnen Verkauf. Und das Gute an dieser Fähigkeit ist eigentlich, dass du dir ein sehr, sehr gutes Einkommen aufbauen kannst, ohne den ganzen Stress mit dem Tralala des Unternehmertums zu haben. Weil am Ende des Tages musst du nur per Telefon oder per Videochat eine Person davon zu überzeugen, ein Produkt zu kaufen, was natürlich gut sein sollte, was du aber nicht mal kreiert hast, wo du mit dem Fulfillment nichts mehr zu tun hast, sondern einfach nur dafür sorgen musst, dass die Person dieses Produkt kauft und du bekommst deine Provision und hast mit allem anderen nichts zu tun. Das heißt, wenn du immer gerne mit Menschen kommuniziert hast, affin bist für zwischenmenschliche Kommunikation, für menschliche Psychologie dich interessierst, könnte das auf jeden Fall eine Fähigkeit sein, mit der du sehr, sehr viel Geld verdienen kannst in 2024. Der vierte High-Income-Skill ist Webdesign. Das heißt, Unternehmen helfen, eine Online-Präsenz aufzubauen, indem du für sie eine Unternehmenswebseite baust oder eine Landingpage baust oder eine Unternehmenskarriereseite baust, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Baukästen dort draußen, mit denen es sehr, sehr einfach ist, sehr schnell das Thema Webdesign zu lernen und das ganze Thema dann auch an verschiedene Unternehmen zu verkaufen. Es gibt WordPress mit verschiedenen Plugins wie Elementor oder Divi, die per Drag and Drop dir ermöglichen, eine Webseite aufzubauen. Es gibt Webflow, es gibt OnePage.io, es gibt Squarespace, es gibt unzählige verschiedene Softwares, die es heutzutage wirklich so einfach wie noch nie gemacht haben, Webdesign zu lernen und diesen Service auch an andere anzubieten. Genau so habe ich auch vor 3,5-4 Jahren gestartet. Ich habe mir mit der Software Squarespace das Thema Webdesign beigebracht. Ich habe mir ein Fiverr-Account gemacht und habe meine Webdesign-Services auf Fiverr verkauft. Und wie es der Zufall will, habe ich über diese Plattform tatsächlich ein Unterprojekt von der Metro AG, also diesem Großhandelsladen, an Land gezogen und dafür meine ersten 1.500-2.000 Euro verdient. Und das war für mich damals, der in einem Lager für Weinhandel gearbeitet hat, verdammt viel Geld. Und so ist das ganze Thema gestartet. Und dann habe ich mich irgendwann für das Thema Performance Marketing, Paid Advertising, Paid Ads interessiert, Marketingpsychologie interessiert und dann die Transition gemacht. Aber der Skill des Webdesigns mit Squarespace hat mir bis heute immer noch sehr, sehr stark geholfen, weil auch im Online-Marketing baust du Landingpages, baust du Funnels und musst die auch relativ schnell bauen können und designen können. Und das habe ich damals als Webdesigner für Squarespace gelernt. Du kannst auf Unternehmen in deiner Region zugehen, wo du weißt, die haben überhaupt keine Webseite, die haben keine Online-Präsenz oder deren Webseite ist von 1995 und braucht auf jeden Fall mal einen Facelift und kannst ihnen diese Dienstleistung auf jeden Fall anbieten und sie relativ leicht für 1.000, 2.000, 3.000 Euro verkaufen. Es gibt Webseitenprojekte dort draußen, wo du auch natürlich programmieren musst, die aber
für 15 bis 20 bis 30.000 Euro verkauft werden. Du allerdings, wenn du anfängst mit so einem Website-Baukastensystem, starte einfach mal und verkauf deine erste Webseite mal für 500 Euro. Klar, viele werden sagen, was, 500 Euro, eine ganze Website, das macht keinen Sinn. Aber am Anfang hast du wahrscheinlich gar keinen Plan. Das heißt, bei dem Projekt lernst du eher, als dass du verdienst. Sei froh, dass du überhaupt was verdienst. Aber sobald du deine ersten 3 bis 5 Referenzprojekte hast, coole Webseiten hast, die du anderen zeigen kannst, kannst du A, viel mehr verlangen und B, du kannst auch viel, viel leichter verkaufen, weil die Leute sich einen Eindruck von deiner Leistung machen können. Und der 5. Skill ist Content Creation. Wenn du in irgendeiner Art und Weise weißt, wie du Videos planst, Videos produzierst, schneidest, wenn du weißt, wie du Fotoshootings planst, Fotos schießt und Fotos professionell bearbeiten kannst, dann wirst du auf jeden Fall sehr, sehr viele Kunden 2024 gewinnen können, weil heutzutage wird alles immer digitaler. Und was brauchst du digital? Du brauchst Content, egal ob Fotoformate, Videoformate, du brauchst einfach professionell aufgenommenen Content, um heutzutage bei der schieren Masse an Unternehmen, die bereits Social Media Marketing betreiben oder online präsent sind, herauszustechen. Und wenn du ganz genau weißt, wie du Fotos und Videos produzierst, wie du diese schneidest und diese vielleicht sogar so gut einbinden kannst, dass du Social-Media-Kanäle aufbauen kannst, dann wirst du definitiv sehr viele Unternehmen dort draußen für dich gewinnen können. Und für diese Services kannst du gut und gerne mal zwischen 500 und 2.500-3.000 Euro pro Monat verlangen, dass du Social-Media-Kanäle aufbaust, die Content-Recherche machst, einen Redaktionsplan erstellst, Content-Kreation machst, das Ganze bearbeitest und sogar hochlädst und eventuell sogar Community-Management betreibst. Das ist auch eine Sache, die wir mit unserer Agentur anbieten. Wir bauen eine allumfassende Social-Media-Präsenz auf durch Paid Advertising, aber auch durch Content Marketing, um einfach eine Omnipräsenz in der Region des Kunden zu schaffen. Und wie du bereits gemerkt hast, während ich die 5 High Income Skills aufgezählt habe, also Paid Advertising, Copywriting, High Ticket Closing, Webdesign und Content Creation, diese ganzen Skills kannst du miteinander kombinieren, kannst kreativ sein und das Ganze in einem Bundle anbieten. Und der Pluspunkt ist, wenn du dich für einen dieser Skills entscheidest und anfängst, diesen Skill zu lernen, Geld zu verdienen und immer besser zu werden, dann kannst du andererseits auch eine Beratung für diesen Skill anbieten. Das heißt, du machst es nicht mehr done for you, hey, du buchst bei mir ein Videoshooting und ich mache das Ganze für dich, sondern du berätst andere Video-Content-Creator, wie sie bessere Videos machen können, oder du berätst Unternehmen, die eine Inhouse-Abteilung haben, wie sie bessere Videos shooten können, oder du kannst sogar aus deinem Wissen irgendwann Fortbildungsprogramme machen, indem du Online-Coachings anbietest, indem du Online-Kurse anbietest, indem du Workshops, Seminare anbietest, wo du den Personen dein Wissen vermittelst und dadurch einen zusätzlichen Income Stream aufbaust. Wichtig ist allerdings, bevor du anfängst, irgendjemandem irgendetwas beizubringen über einen Skill, den du selbst noch gar nicht kannst, lerne diesen Skill erstmal und mach erstmal deine 10, 20, 30, 100, 200, 300.000 Euro Umsatz damit, damit du wirklich ein Experte in diesem Bereich wirst. Und dann kannst du reingehen in die Beratung und dann kannst du reingehen in das ganze Thema Wissensvermittlung. So, Freunde, das waren 5 High-Income-Skills, mit denen du 2024 ein eigenes Unternehmen aufbauen kannst und viel Geld verdienen kannst. Jetzt hast du diese 5 High-Income-Skills aufgelistet. Wichtig ist jetzt, dass du dich für einen dieser Skills erstmal entscheidest und dir alles, was es dort draußen gibt, zu diesem Skill aneignest und erstmal richtig gut darin wirst. Das heißt, du solltest deine ersten 3 bis 5 Testkunden gewinnen, für die du das vielleicht sogar umsonst machst, einfach nur um Referenzen zu sammeln, um deinen Skill zu schärfen. Und dann solltest du anfangen, dein Angebot umzumodellieren, Akquise zu machen und deine ersten Euro zu verdienen. Falls dir dieses Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da, abonniere den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Jeden Donnerstag kommt ein neues Video. Ansonsten hat es mich gefreut, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.